Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Heute kochen wir wieder etwas komplizierter, deswegen bin ich hier. Heute machen wir Hackbällchen mit Kräuterquark. Natürlich nehme ich euch bei jedem Schritt wieder mit. Am Ende gibt es wieder die Zutaten und in meiner Beschreibung gibt es nochmal die Zutaten. Viel Spaß! So, als erstes schäle ich eine Zwiebel und Knoblauch. Rinderhackfleisch, Zwiebeln und Knoblauch zusammen mischen und dann würzen mit Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer. So, aus dieser Masse machen wir jetzt Hackbällchen und braten sie an. So, und solange die Hackbällchen schön von allen Seiten anbraten, bereite ich schon mal die Kräuterquarkmischung vor. Hier hatte ich Quark vermischt mit Zwiebeln, Salz, Pfeffer, Kräuter der Provence und eine geriebene geschälte Gurke. Alles zusammen vermischt, sieht es so aus und es schmeckt echt gut. So, dann bin ich auch schon fertig. Das ging wirklich super schnell, hätte ich nicht gedacht. Schon alleine mit diesem Kräuterquark hätte ich nicht gedacht. Ich habe hier noch einen schönen Salat dazu gemacht. Und werde es mir jetzt schmecken lassen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.